Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Michael Cunningham, ich habe hier eine wildwurde Säule entdeckt. Er hat vor Wasser gebracht. Schau mal, wie der seine Runden trüllt da. Er sickelt aber wirklich. Eine Formel-1-Säule, wenn er rennt. Ich bin von der anderen Seite, von dort, wo er jetzt ist, vorher gekommen, mit dem Wassertank. Und habe Wasser reingelassen jetzt. Ist dem ja schon begegnet so. Man muss aufpassen, dass man mit dem Traktor rennt, der hört nicht mehr auf. Der gefällt mir, der ist wild geworden. Ich denke, das sieht lustig aus, dann mache ich doch jetzt gerade schnell ein Film. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jemals wieder aufhört zu rennen. Also, als ich vorher gestartet habe und gestern gestartet habe, ist er nicht gerannt. Das ist doch cool, he? Endlich mal ein bisschen Leben auf diesen Weiden. Ich weiß jetzt nicht, ich habe ja etwas an den Abmessen mal rumgemacht, aber mich hat es dunkel, das ist nicht gegangen. Aber vielleicht ist das jetzt der Effekt davon. Dass es dann nachher einen hat, wo man sich überall. Ein ganz wilder Kerl. Ich muss mal schauen, wenn ich vorab noch, ich bin da noch ein paar Sachen am Testen von Sachen, die ich geändert habe. So. Mal schauen, ob er dann in einer halben Stunde oder so immer noch rennt. Also, kleines, kurzes Video, aber ein lustiges Video. Nimmt mir Wunder, ob die anderen Tiere auch mal plötzlich anfangen zu rennen. Da jetzt mal übrigens die, die meinen Timelapse geschaut haben, vor den zweiten Hühnern, die ich hier habe, habt ihr ja gesehen, im Timelapse habe ich ja ungefähr auf dieser Höhe so einen Busch herangetan. Das ist aber zwei Tage später weg gewesen. Ich habe aber überhaupt nichts geändert oder gemacht oder überhaupt tun. Also manchmal fragt man sich schon, was geistert da wie wo umeinander. Das ist eben der Busch in dem Fall gefragt, weil sie sind dann eigentlich wirklich da durch den Busch aus dem Busch rausgerannt. Vielleicht hat es auf deren Abmesh so einen Auslöser. Es hat da einen Mesh und einen Laufplan. Der rennt immer noch da, der Kollege. Kerli. Ist nicht müde. Das ist, glaube ich, Eber. Das sollte mal vielleicht für Nachwuchs sorgen. Vielleicht ist ihm dann nachher nicht mehr so zum Rennen zu Mut. Was passiert jetzt, wenn ich da in seinem Weg hier stehe? Haltet er den an? Nein, das ist dem gleich. Der sagt, ich renne weiter. Ja, ja, dann ist es halt so. Übrigens kommen neue Göppeli. Oh, der fängt. Ist ein Mod, ich bin noch nicht gefahren mit ihm, aber der ist sicher alles schon cool. Ich meinte, ich hätte dem LS9 Ferker. Mit der Motorbezeichnung bin ich ganz sicher, aber rein optisch ist schon zwei. Und dann habe ich noch da so einen schönen. Oh, Telefon schält. Schau mal da. Ich habe keine Zeit, um ans Telefon zu kommen. Da habe ich noch. Seit gestern. Ein super schöner Jeep, Pickup-Ding. Ein alter Ford. Schau mal, wie der tönt. Voll original. Und wenn er fährt, tönt er so wirklich wie ein Vorkriegsmodell. Offen mit Hörsaal. Der ist doch cool. Ich finde den super. Drinnen hat es auch noch ein paar Sächeli. Sogar. Vorkriegsmodell haben halt nicht so viele Sächeli, aber ich finde, der ist herzlich gemacht. Der Motor ist ja von Amerika, der wird jetzt kaum mein Video gesehen. Aber ich sage trotzdem herzlichen Dank. Also er freut mich sehr, jetzt habe ich auch wieder einen schönen Göppel. Wir müssen wieder versorgen. Ich kann ja mal wieder ein reguläres Video machen. Ich bin jetzt da eben noch, ich habe eine Käserei gemacht. Ich bin da jetzt noch durchgetestet, jetzt habe ich vorher gesehen, es macht jetzt alles. Bevor habe ich einen einzelnen Butter machen. Ich habe aber heute herausgefunden, was jetzt gelegen ist. Wo die sehr ominöse XML-Liter versteckt ist.
Also jetzt aber nicht umgeändert und das haben sie hier geschrieben, so ein bisschen, und das zeigt, ah, weil es zeigt es eigentlich immer, aber es zeigt es nicht an. Aber das wäre jetzt da zu umständlich, das zu zeigen und zu erklären. Weil man jemand sich nicht so mit XML beschäftigt. Ja, es schält das Telefon immer noch da. So, jetzt bin ich wieder versorgt. Da muss ich jetzt das Telefon, was ist denn los da? Eigentlich will ich abmoderieren. Hoppla. Hey, das Telefon hört nicht mehr auf, hat jetzt abgehängt. Fällt nicht mehr. Irgendwo da ist doch auch nicht gleich. Nein, hat er abgehängt. Also dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dieses knackiges Videoli, das geht nachher gerade noch rein. Ich habe noch ein paar mehr Errungenschaften. Ich habe noch ein Brot, ein, wie sagt man dem? Also wir sagen in der Schweiz Würstli-Budenstand. Dann habe ich noch ein Diners, das habe ich auch vor 2 Wochen schon gemacht. Da habe ich, glaube ich, mal auf einem Screenshot in meinem Discord gezeigt. Aber noch nicht einen Film gemacht. Bin jetzt nicht sicher. Ich glaube, auf Video habe ich es nicht. Ich tue das dann mal zeigen, was habe ich alles geändert und so bisher. Das Timelapse-Ding, da sieht man einen Teil, aber das hat ja fast niemand geklickt. Ich weiss nicht, bei Hofbau kannst du nicht, immer nicht schnell genug gehen. Keine Ahnung, was wieder nicht recht ist, wenn man das Timelapse direkt aufheben. Ah, ja, ja, ich muss jetzt nicht malen. Ich wollte eigentlich das Telefon abnehmen, aber es hat abgehängt da der andere. Mal schauen, ob es sicher der deren war, der angerufen hat. Also, ich bin da noch beschäftigt mit ein bisschen durchtesten meine Sachen und dann vielleicht mache ich mal nächste Woche irgendwann ein Video, weil ich immer noch mein Laptop-Problem. Jetzt stand die zwei Leute, oh, da kannst du wieder nicht haben, weißt du, nicht lieferbar. Und in einem Laden habe ich gesehen, ja, wir haben das schon, aber nicht das Modell. Das tue ich mal nächste Woche noch mal schauen. Wie das aussieht. Und sonst muss man halt noch einfach bis im März warten, bis die nächste Generation kommt. Dann wird es ja wohl wieder irgendetwas geben, die Richtung, die ich sollte haben. Und so lange kann ich leider immer noch keinen Livestream machen. Ich tue aber ab und zu in meinem Discord live machen. Bildschirmübertragung. Müsst ihr halt in meinen Discord kommen, beitreten im Server von mir. Und dann kann man dort im Sprachkanal ein bisschen mitreden, zuschauen. Wenn ich ein Video machen bin. So lange müssen wir jetzt die Zwischenlösung halt noch machen, bis ich Livestream kann machen. Weil das Maschinli explodiert mir einfach nach 30 Minuten oder vielleicht nach 20 Minuten, das kann ich nicht riskieren. Also dann danke fürs Zuschauen. Ich sage, wünsche euch noch einen Rest von schönen Sonntag. Wer das Video mal am anderen Tag schaut, wünsche euch einfach einen guten, schönen Abend. Und ja, kiss und say goodbye. Ciao. Bis demnächst in diesem Theater.